Hallo und herzlich willkommen zurück in Quietschetown. Nein, in Far Cry 3 natürlich, wo hier der Turm nun ein bisschen quietscht. Und ich weiß jetzt auch, wie es weitergeht, ja, in der Hauptmission. Ich habe mich schlau gemacht und ich glaube, wir sollen nämlich Bedtown untersuchen. Aber wo ist Bedtown? Ich weiß doch nicht, wie es in der Story weitergeht. Ich glaube, ich bin doch noch auf eure Hilfe angewiesen. Ich glaube, ich gehe mal da runter. So weit war es ja nicht. Bin ich hier? Fahrt weiter, fahrt doch einfach weiter. Jetzt bist du dran! Meine Güte, jetzt war ich ja auch wieder voll laut. War unnötig Munition verschwendet. Das ist auch gemein. Also, kam ja schon letzte Folge. Und mit den Folgen, ja, die kommen meist, Far Cry 3 kommt vor allem, wenn ich gerade keinen Multiplayer-Partner von uns habe. Von Kobi und mir. Meistens ist ja mit Kobi. Oder mal mit Killer Kicks oder so. Wenn ich halt hier alleine mal so rumsitze, keine Zeit hat, dann nehme ich Far Cry 3 auf. Nee, er trifft sich ja auch da noch gut. Und hier von dem lieben Kobold wird jetzt auch, der wird jetzt erstmal nicht mehr dabei sein, weil sein PC sich leider verabschiedet hat. Ist ihm durchgebrannt. Die Lüftung dachte sich so, ja, macht mal nicht mehr mit und dann, ja. Ihr kennt das sicher. Alles klar. Von hier oben kann man doch super snippen, oder? Da ist sogar noch ein Turm. Da ist es sehr praktisch. So ein Snapper-Türmchen. Das ist super. Ja, du mich auch. Feuer, 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 Feuer. Man kann, ich könnte mich hier auch so hin. Können auf jeden Fall. Das ist die Alarmanlage. Er ist weg. Oh verdammt, die haben das. Mein Gott. Ja, mach das, mach das. Bin ich da? Bin ich da, bin ich da, bin ich da, bin ich da. Oh, das ist jetzt aber ziemlich unpraktisch hier. Mal wieder gelaufen. Wie konnte ich ihn verlieren? Hat mich nicht erkannt, hat mich nicht erkannt. Hand? Hat mich nicht erkannt. Lol. Ich habe gedacht, der hat mich jetzt voll gesehen. Da ist natürlich ziemlich praktisch hier. Da, und oben links, untersuche Bedtown, Schattenseite der Stadt. Aber wo ist Bedtown? Sehe da nichts auf der Karte. Da, den kriege ich... Ah, den kriege ich nicht mehr. Nein, ihr kommt nicht hier hoch. Hoffe ich doch. Ich habe ein bisschen Angst hier. Und deswegen ist er, weil Kobolds Computer kaputt ist, ist er leider auch nicht beim Special dabei von Halloween. Ich weiß immer noch nicht, was wir da machen. Komm davor, komm davor. Dann komme ich eben davor. Ich bin hier. Einer ist da noch. Auf jeden Fall. Sehen aber hier leider nicht. Da war er. Er ist weg. Sucht ihn. Und solange ich halt nicht weiß, wie es weitergeht, muss ich halt sowas machen hier.
ein bisschen die Karte aufdecken. Es tut mir zwar sehr leid, aber das ist ja natürlich auch okay, hoffe ich. Überlass die Fuchtel mir. Der entkommt mir nicht. Da ist er. Du bist als einziger da. Und ich habe keine Munition mehr. Da sind ja doch noch ein paar. Wenn ich jetzt heruntergehe, bin ich sofort weg. Dann nehmen wir mal hier die schnelle Leine. Die schnelle Leine? Also die Seilrutsche nicht, also nicht das, was ihr meint. Perfekt. Alles wird gut. Alles wird gut. Geh weg. Heiliger Bim Bam Bim Bam. Das war knapp. Auf jeden Fall. War es also für mich dabei? Ja, ich weiß. Diesen Außenposten kriegen die nicht zurück. Nee, glaube ich auch nicht. Ist jetzt meiner. Den, ich glaube, den sollten wir uns sogar holen, das Fell, wenn wir da hinkommen. Messpfeile, was? Was? Haben die alles geiles Zeug dabei? Ist auf jeden Fall sehr chillig, dass sie uns hier so viel droppen. Boah, ich hab mich erschrocken. Alles klar. Da kann man mal sehen, wie schreckhaft ich bin. Und ich wollte, habe ich mir so überlegt, früher war es so Horrorspielchen spielen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Es wird sehr schwer. Also Horrorspiele, keine Ahnung, ich mag sie auf jeden Fall. Horrorspiele sind echt geil. Kann nichts gegen sagen. Aber selber spielen, das ist dann schon noch was anderes. Verkaufen. Auf rein. Ja, offenbar. Wieso nicht, ne? Komm, packen wir es. Ja, packen wir es. Alles klar. Bin schon da. Pass auf, da ist ein Leopard. Dann mach den mal fertig. Für mich. Danke. Boah, ihr seid nett. Das ging ja besser, als ich geahnt habe. Boah, das war super. Um den Pfad des Kriegers weiter zu beschreiben, sieh dir die Aufträge an der Aushangtafel. Der dann können wir hier noch ein paar. Mehr Arbeit, ja, auf der Aushangtafel. Ja, pst. Dann nehmen wir uns hier erstmal noch die Kiste mit. So. Kisten sind immer gut. Ein bisschen Geld und so. Diese Folge wird auch nicht ganz so lang. Weil ich noch was vorhab. So. Dann gehen wir mal stramm Schrittes da weiter. Am besten. Oder? Ja, würde mal während der Fahrt da so cool ausmachen. Meine Augen also. Weil das super einfach ist, während des Autofahrens sich so cool auszumachen. Man wackelt ja auch nicht. Ach komm. No risk, no fun. Diese geht doch. Das Auto kann auch tauchen. Ist auch ein Untersee. Unterseeboot. Kann man ja nicht sagen. Boah, wir schwimmen wirklich ganz schön schnell. Unter Wasser. Auf jeden Fall. Über Wasser. Eigentlich auch. Aber, keine Ahnung. Irgendwie unter Wasser kommt es mir schneller vor. Oh, kann man sagen. Und ich feiere dieses Spiel einfach immer noch. Ich glaube Far Cry 4
ist mittlerweile auch schon draußen, oder? Naja, weiß ich gar nicht. Das steht auch ganz oben auf meiner Wunschliste, aber da stehen zurzeit sehr viele Spiele, zum Beispiel The Witcher 3. Natürlich GTA 5, mein sehr allergrößter Favorit, Far Cry 4. Was noch? Ja, das... Doch, das glaube ich, das war's. Das sind halt alles so Neupreistitel. Ja, ja, weißt du. Ganze Zeit so Geld rauswerfen, weißt du, eigentlich auch nicht, ne? Ja, weißt du bestimmt selber nicht. Ja. So, weil Geld ist, ein wunderbarer Werkstoff, ey. Geld, ja, Geld, oh, kann man immer gebrauchen, ne? Ja, das quatscht schon wieder, ey. Gehen wir hier erstmal auf den Funkturm und schmeißen von uns von oben runter. Das war eigentlich nur ein Scherz. Ich wollte da dran springen. Was geht denn da unten ab? Ja, komm, lass ihn mal ein bisschen abfeiern da unten. Das ist eine ganz normale Party. Ja, die macht das immer so. Ich mach dich kalt. Ich mach dich kalt. Das ist ein ganz neuer Hit. In den Charts solltet ihr euch unbedingt mal auf YouTube angucken. Ich mach dich kalt. Von, dem deutschen Ballertrupp. Was? Was ist da? Hinkommen, oh, war ja ganz easy. Da. Wie kommt hier einer hin? Wie kommt hier einer hin? Naja, man wollte ja auch nicht alles hinterfragen. Was macht der hier? Was hat er dabei? Wow. Nix Special-mäßiges, 10 Dollar. Ah, ist ja mega. Hätte auch behalten können. Boah, Alter, diese Sprünge sind schon... Was? Hä? Was? Was, was? Wo lang? Bitte? Was ist soll? Soll alles klar? Ich soll hier rüber? Okay, das ging ja noch. Einigermaßen... Geht noch so einer? Ich gehe mal noch zurück, da kam... Ah. Und klettern, dann klettern wir mal hier so ganz geschwind weiter. In Assassin's Creed. Ah ne, Far Cry 3. Ich verwechsel das. Naja, ist ja auch relativ gleich. Kann man sagen. So, dann gucken wir mal da unten, was unten so ab los war. Könnte ja natürlich eigentlich von hier. Aber was? Oh. Der schilt sich da erstmal ab. Der schilt sich da immer noch einer ab. Und immer noch. Und immer noch. Es. Okay, ich glaube, den kriegen wir hier überhaupt nicht. Nee. Was für ein schöner Spielfehler. Alter, die Soundkulisse hier oben ist auch mega krass. Man hört voll viele Flugzeuge, man sieht nur keins. Was ist das? Das ist doch irgendwie so eine fette Statue. Vielleicht müssen wir da hin. Ja, ist dein Freundchen weg. Oh, das ist aber traurig. Ja, ich hatte gerade Langeweile, wollte ich einfach mal wegmachen. Ah, kann man ja mal machen. Ah, ist okay. So, nach diesem kleinen Funkturm mache ich auch einen kleinen Cut. Es tut mir leid, wenn hier in dieser Folge nicht so ganz viel passiert ist. Naja, wir haben wenigstens einen Stützpunkt relativ sauber bekommen. Das ist auch schon was. Ist halt nicht jede Runde hier mega Party. Hin und wieder kommt auch mal sowas vor. Aber, naja, gehört halt mit dem Spiel. Waff. Und dann noch ein bisschen Action hier am Ende. So. Kommen wir mal ein bisschen auf, so nebenbei. Gucke ich noch kurz auf die Karte.
gehe ich nach unten. Also wir sind jetzt hier. Da war noch gerade noch viel mehr Sachen. So, hier. Eine Karte. Eine Prüfung der Rakioti. Der Rockleuchtturm. Ich glaube, wir haben die andere Seite der Insel erreicht. Boah. Oh, naja, fast. Also hier haben wir schon mal ein Ufer erreicht. Auf jeden Fall. Und jetzt ziehen wir uns hier erstmal ganz geschillt runter. Auf. Alles klar, er ist down. Was ist das? Was ist das? Hä? Ich muss mal kurz gucken. Asiatischer Tapir. Den nehmen wir mal nur noch kurz in der Folge mit. Tapirfell. Stimmt nochmal. Herstellen können wir zurzeit, glaube ich, nicht. Erweitern scheinen nach Wahrnehmung. Ja, ja, alles klar. Haut, alles klar. Da brauchen wir Tapirfell. Noch eins. Ach, da steht doch wer. Der hat mich nicht erkannt. Alles klar, dann holen wir uns mal diese kleine Tasche. Was war das jetzt überhaupt? Ekelhaft. Ich glaube, ein größerer Rucksack oder so. Ah, ja, genau. Da ist natürlich sehr praktisch. Und mit diesem kleinen Licht werft ihr erstmal einen Stein rein. Mit diesem kleinen Lichtblick und einem neuen ihrem Rucksack. Nein, nicht neu, sondern größeren Rucksack. Verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Wenn ich mal wieder dazu komme, Far Cry zu playen. Bis dahin. Ciao, ciao.